Heute ist das Göttinnenfestival und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. So, heute ist das Göttinnenfestival, yeah, ein Festival in Resttown, das Dankbarkeit gegenüber der Göttin ausdrückt und ihren ständigen Schutz der Stadt. Alle kommen zusammen für Pizza und Tanz. Okay, wir sollen zu Megan zwischen 10 und 13 Uhr kommen, das kriegt man, denke ich, mal ganz gut hin. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh mein Gott, mein Haus muss dringend mal renoviert werden. Die Glockenblumen sind immer noch nicht fertig. Aber vielleicht schaffen sie es ja schon bis zum Monatswechsel. Das finde ich echt super. Ja, gucken wir mal. Ich kann noch ein paar Mondtropfblumen einsammeln auf jeden Fall. Und ein bisschen Unkraut. Ich muss ja noch die Zeit irgendwie bis 10 Uhr auch totgeschlagen kriegen dann. Ich kann hier noch ein bisschen gießen. So, ich glaube, die Glockenblume, die schaffen es definitiv nicht mehr. Das ist schade. Und was mit dem Weizen hier ist, weiß ich auch nicht. Also, der braucht ja auch ewig. Vielleicht wächst er auch noch im Sommer. Muss ich mal gucken, was da bei der Saat dann in der Beschreibung steht. Gucken wir mal. Wir schauen mich noch ein bisschen um. Ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Mir wurde auch geschrieben, ich soll auf jeden Fall alles behalten, was ich hier einsammle. Nichts verkaufen. Keine Sorge, meine Freunde, das mache ich nicht. Selbst die Minze behalte ich. Und das Unkraut natürlich auch. Daraus kann man bestimmt später noch Dünger machen oder gewisse Sachen bauen. So, jetzt haben wir hier erstmal alles soweit. Okay. Dann würde ich sagen, stimmt, die Tiere. Wir haben noch Tiere. Ah, die hätte ich jetzt fast vergessen. Hallo, Gerze. Hey! Mit einer Merkmaschine? Ja, natürlich. Oh. So. Okay, Bürsten sollte ich sie auch noch. Boah, Leute, es haben sich jetzt inzwischen schon wieder so viele für Namen gemeldet. Ich glaube, das war's erstmal. Also, so viele Tiere habe ich, glaube ich, gar nicht im Spiel, wie ich die benennen könnte. Also, es haben wirklich so viele geschrieben. Das ist unglaublich. Jojo. So. Ja, Mistgabel. Ah, noch 3 Stunden. Nee, 2 Stunden. Dann geht das Fest los. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Versuche ich bis dahin einen Baum zu fällen oder so? Nee. Wir gehen mal nach Lulukoko. Lulukoko, Lulukoko. Oh mein Gott. Können wir eigentlich die Stadt betreten oder ist sie gerade in der Vorbereitung? Ah, wir können sie betreten, oder? Ah, das geht sogar. Wir sind jetzt im Haus. Normalerweise stehen die immer draußen. Also Hector und sein Sohn. Der Colin. Ah, komm, ist so flauschig. Wo seid ihr? Hier, hallo. Ah, alles fertig für das heutige Göttinnenfestival. Ich bin sicher, es wird alles ganz wundervoll werden. Na, bin ich mir auch sicher. Jumi, gehst du zu dem Göttinnenfestival? Oma hat wirklich viel Mühe reingesteckt, weil sie möchte, dass jeder ganz viel Spaß hat. Wenn du kommen könntest, würde sie das wirklich freuen. Ah. Da, 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 da. Na, na. Wir haben noch 1 Stunde Zeit. Wir können uns einmal noch die Jobs angucken. Vielleicht kann das ja irgendwo noch für irgendjemanden Unkraut jäten oder sowas. Übrigens, mir wurde geschrieben, dass es ein Wildschwein ist. Aber das ist doch kein Wildschwein. Das ist doch ein Bär. Das ist doch hier ganz normale Schnauze. Hier ist ein Bär. Das ist doch kein Wildschwein. Okay. Oh. Oh, keine Jobs. Okay, wir können keine Minijobs annehmen. Das ist aber schade. Naja, ich frage mich, ob wo das Göttinnenfest ist. Auf dem Marktplatz dann? Gucken wir mal. Wir gehen am besten schon mal raus. Wir gehen schon mal in Position, dass wir direkt Megan ansprechen können. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Dam, 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 da, 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 da. So.
Heute ist das Göttinnenfestival. Die Anmeldung ist zwischen 10 und 13 Uhr. Also immer langsam mit den Jungpferden. Ja, ist ja gut. Dann angeln wir so lange noch einen Fisch. Ja, eine Angel. Was? Meine Tasche ist zu voll? Oh, da muss ich wieder mal ein paar Sachen einlagern. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir haben ja noch Zeit bis 13 Uhr. Upsi. Vielleicht bekommen wir irgendwas geschenkt. Das könnten wir dann nicht reintun, weil unsere Tasche zu voll ist. Das war natürlich dann ärgerlich. Deswegen vorsorge ich lieber Dinge loswerden. Und das können wir auch bestimmt ordnen. Nein. Kombinieren. Okay, jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir da ordentlich Platz geschaffen. Hätten wir das lieber gleich gemacht, oh Mann. So. Okay. Los geht's. Hallo. Heute ist das Göttinnenfestival. Das ist die Veranstaltung, mit der wir zur Göttin für eine reiche Blau. Oh Gott, ich muss gähnen. Warum muss ich gähnen? Oh Gott. Bei der wir zur Göttin für eine reiche Ernte beten. Wirst du teilnehmen? Ja, das werde ich. Also gut, lass mich dich nun zum Veranstaltungsort bringen. Wie gesagt, danke nochmal fürs Aushelfen bei den Spenden. Durch das Geld, das wir gesammelt haben, hatten wir keine Probleme, uns auf das Festival vorzubereiten. Also los geht's. Sehr schön. Sind alle da? Dann lass uns das Göttinnenfestival beginnen. Juhu! Wir fangen damit an, ein Stück von dieser gigantischen Pizza zu essen. Oh, die ist wirklich groß. Seht ihr sie? Also, ich dachte erst, das war eine Tischdecke oder so, aber ich glaube, das ist eine Pizza hier hinten. Wow! Wir fangen damit an, ein Stück von dieser gigantischen Pizza zu essen, die wir extra für dieses Festival gebacken haben. Diese Pizza ist eine Opfergabe für die Göttin. Aber wenn es jetzt eine Opfergabe für die Göttinnen ist, warum esst ihr sie dann? Damit drücken wir den Dank für die reiche Ernte vom letzten Jahr aus und hoffen auch auf Glück und Segen in der Zukunft. Der Belag der Pizza besteht aus lokalen Spezialitäten. Ich will übrigens ganz besonders Frank loben, da momentan der Präsident des Ein Herz für Pizza Vereins ist. Er hat dafür gesorgt, dass die Pizza den höchsten Standards entspricht. Vom Mehl über den Teig bis zu den Zutaten für den Belag. Nun gut, Leute, lasst uns essen, solange es heiß ist. Oh, so eine Pizza hätte ich jetzt auch Bock drauf. Also so Real-Life-Pizza. Haben die sich jetzt alle jetzt runde Stücken aus der Pizza geschnitten? Und die Pizza sieht eigentlich noch ganz ganz aus. Ich kann diese Pizza nicht essen, bis sie etwas abgekühlt ist. Aber wenn die Pizza zu kalt ist, schmeckt sie nicht besonders gut. Ich weiß, dass du Essen nicht so gern magst, wenn es zu heiß ist, aber Pizza sollte man warm essen, nicht wahr, Yumi? Und ich schätze niemals heiße Pizza, heißen Pizzakäse, Brett. Auch du könntest dich daran verbrennen. Ich weiß. Ich habe schon viele Pizzen im Restaurant gebacken. Man muss mir das nicht zweimal sagen. Heiß. Meine Zunge brennt. Ah! Das ist eine gigantische Pizza. Sie ist heißer als eine normale. Warte, bis sie abkühlt. Brett verbrennt sich jedes. Ja, die Zunge. Sei vorsichtig. Au, wie gemein. Na gut, ich stelle mich vielleicht ungeschickt an. Aber wie wär's mit einer Warnung? Sie haben sich runde Pizzastücken aus der Pizza geschnitten. Sie wollen die Welt brennen sehen. Sie wollen die Welt wirklich brennen sehen. Und jetzt zu unserem Hauptereignis, das Tanzen. Jetzt zeigen wir der Göttin unseren Tanz, damit sie sich im Glanz unserer Freundschaft sonnen kann. Aber das geht nur, wenn wir selbst Freude am Tanz haben. Also tanzt, bis euch die Füße wehtun, Leute. Für den Segen der Göttin. Zeit zum Tanzen. Es scheint, als könntest du dir aussuchen, mit wem du tanzen willst. Mit wem willst du tanzen? Ich tanze mit einem Mann, ich tanze mit einer Frau. Wir tanzen mit einem Mann. Mit wem möchtest du tanzen? Wayne, Ford, Colin, Marco, Brad, Hector, Frank. Komm, wir tanzen mit Wayne. Wayne, Fragen? Ja. Es
Es ist eine Ehre, von einer so reizenden Lady wie dir zum Tanzen aufgefordert zu werden. Ich wäre gerne dein Tanzpartner. Lass mich dich einfach führen. Oh, jetzt tanzen wir mit Rain. Sehr schön. Okay. Sie tanzen wirklich lange. Oh, jetzt sind sie, glaube ich, vorbei, zu Ende. Das haben sie abgeschlossen. Sie sind fertig. Es ist Zeit, dass das Göttinnenfestival zu Ende geht. Na Leute, hattet ihr auch ganz viel Spaß? Morgen ist alles wieder beim Alten. Aber vergesst nicht, wie dankbar ihr unserer Göttin seid. Oh, und wir verteilen den Rest der Pizza. Nehmt sie ruhig nach Hause mit. Alles klar, es war wirklich schön heute Abend. Und ich wette, dass das Festival nächstes Jahr noch besser wird. Wuhu, yeah, boom, boom, wuhu. Ah. Warte kurz, Yumi. Oh. Heute war wunderschön. Das hat mich alles besonders wirklich berührt. Und oh mein Gott, war das toll. Da ich mich nicht bei jedem bedanken kann, dachte ich, dass ich wenigstens dir Danke sagen kann, Yumi. Danke sagen kann. Vielen lieben Dank. Ich habe übrigens gehört, dass du beim Spendensammeln geholfen hast. Zumindest sagen das alle. Die Leute in der Stadt verlassen sich ja auf dich, Yumi. Ach, das freut mich so sehr für dich. Ich kann das nächste Göttinnenfestival kaum abwarten. Dir geht es sicher genauso. Oh, das Göttinnenfestival hat richtig Spaß gemacht. Ich werde nächstes Jahr wieder mitmachen. Oh. So, jetzt können wir uns auch noch mit allen unterhalten. Wenn ich mich richtig erinnere, nimmst du heute zum ersten Mal am Göttinnenfestival teil, oder, Yumi? Es zählt nur, dass du Spaß hattest. Vergiss nicht, dich auch bei der Göttin für das schöne Fest zu bedanken. Hey, das ist dein erstes Göttinnenfestival, oder? Hat's dir gefallen? War lecker, die Pizza mit allen anderen zu verschlingen? Hä? Ja, oh, Pizza ist geil. Und wie war's? Hat dir dein erstes Göttinnenfestival gefallen? Ich weiß schon, was du denkst. Ist ja nur ein Festival, bei dem alle Pizza essen und tanzen. Aber es macht trotzdem Spaß, nicht wahr? Wir feiern es jedes Jahr. Mach also ruhig wieder einmal mit, wenn du willst. Ich bin mir sicher, dass sich die anderen Einwohner auch freuen, wenn du wieder dabei bist, Yumi. Du hast dieses Jahr zum ersten Mal mitgemacht, oder? Hat Spaß gemacht, aber jetzt bist du müde, oder? Nicht wahr? Mhm. Richtig, richtig. Geh am besten schnell nach Hause und ruh dich aus. Vergiss nicht, etwas Pizza mitzunehmen. Ich will nicht mit dir reden, Miranda. So. Yumi, du machst heute das erste Mal beim Göttinnenfestival mit, oder? Und? Hat es dir gefallen? Du solltest auch nächstes Jahr wieder teilnehmen. Das Festival wird mit jedem Jahr besser, Yumi. Und, Yumi? Was für einen Eindruck hat dein erstes Göttinnenfestival hinterlassen? Hat ganz schön viel Spaß gemacht, was? Oh, es ist sogar noch Pizza übrig. Nimm dir also ruhig welche mit nach Hause. Ich würde mir gerne welche mit nach Hause nehmen. Ja, wo sind wir überhaupt? Wo sind wir? Irgendwie auf einem extra Festplatz. Krass. Das war dein erstes Göttinnenfestival, nicht wahr, Yumi? Ah, oh, du hast dich so gut angepasst, dass es gar nicht aufgefallen ist. Wie fandest du die Pizza? Hm, lecker, was? Echt lecker. Das war dein erstes Göttinnenfestival, oder, Yumi?
Hat Spaß gemacht, oder? Stimmt, Franks Pizza ist jedes Jahr echt toll. Und er nutzt dafür sogar das Gemüse von meinem Papa. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ach ja, du hast heute übrigens zum ersten Mal beim... du warst heute übrigens zum ersten Mal, was? Du hast... Ach so. Ach ja, du hast heute übrigens zum ersten Mal beim Göttinnenfestival mitgemacht, oder, Yumi? War ganz schön aufregend, was? Wer weiß, vielleicht hat uns die Göttin sogar dabei beobachtet. Findest du, ich habe dich gut geführt? Du sahst echt toll aus, wie du über die Bühne gefegt bist. Oh, was ist da mit dir? Hast du dein erstes Göttinnenfestival genossen? Pizza und Tanzen, das ist schon was, hm? Bin zwar ein schlechter Tänzer, aber ich mag das Festival trotzdem. Als Wissenschaftler weiß ich natürlich, dass die Göttin nicht wirklich existiert. Oh, fort, wenn du wüsstest. Aber solange dieses Festival den Menschen Freude bereitet, verursacht es auch keinen wissenschaftlichen Schaden. Achso, ja, mit dir wollte ich schreiben. Aber ich mit Brad schon geredet, ja. Dann nochmal mit der Erdegöttin zum Abschluss. Du warst zum ersten Mal beim Göttinnenfestival, oder? Ich liebe das Fest. Die Leute backen mir zur Ehre eine Pizza. Sie dekorieren alles mit Blumen und tanzen den ganzen Tag. Das Göttinnenfestival ist so toll. Nach so einer tollen Feier kann ich gar nicht anders, als mir in Zukunft noch mehr Mühe zu geben. Oh, hier ist eine Statue von ihr. Voll süß. So, wir sind jetzt anscheinend hier auf einem extra, ja, Festplatz. Coole Sache. Ja, geh mal nach Hause. Ah, geschafft. Gehen wir nochmal zur Kreuzung. Schauen wir nochmal nach Lulu Koko. Oh Mann. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay. Generell sind hier gerade wenig Leute unterwegs. Esst ihr gerade was? Macht ihr gerade eine Siesta? Ah, ihr macht eine Siesta! Ah, entschuldige, ich esse gerade. Hast du schon gegessen? Yume, würdest du gerne mit uns essen? Ja, wir essen mit Kaolila und ihrer Familie natürlich gern. Ich bin die Frau eines Fischers. Also es ist wahrscheinlich keine große Überraschung, dass ich alle möglichen Fischsorten mag. Naja... Alle bis auf eine. Und die eine mag ich überhaupt nicht. Ich habe deshalb ein schlechtes Gewissen, also bleib es unter uns, okay? Oh, welche sie wohl nicht mag? Kann man bestimmt nachlesen. Paps ist der beste Fischer der ganzen Stadt. Er bringt jeden Tag die leckersten Fische mit nach Hause. Ist das nicht cool? Du bist bestimmt neidisch, oder? Ja, total. Rate mal, es gibt doch jemanden, den ich fast total mag wie Ludus, der Herr Postbote aus Westtown. Er ist so gut, er sieht so gut aus, ist immer super nett zu mir. Ich fühle mich wie eine Prinzessin, wenn ich mit ihm rede. Ach, ist das süß. Du sollst, sie hat die Walnuss gegessen. Die Frau hat einfach eiskalte Walnuss gegessen. So, meine Erträge... Ich glaube, die Kleine mag sehr gerne Blumen. Wurde mir geschrieben. Oh, yippie, das mag ich sehr. Yumi, du bist so nett. Oh, süß. Habe ich denn noch Fische? Wartet mal, ich habe doch bestimmt auch noch ein paar Fische. Verträge, Gerichte, Handwerk, Fische. So ein paar fliegende Fische. Magst du einen fliegenden Fisch haben? Oh, jetzt habe ich hier fliegende Fische durchs Haus. Das fliegen sie wirklich. Toll, sowas mag ich sehr gern. Es ist ein tolles Geschenk, Mahalo. Ach, dich so glücklich und voller Energie zu sehen, hat mir den Schub gegeben, den ich gebraucht habe. So schlecht gelaunt zu sein, sieht mir eh nicht ähnlich. Mahalo. Dem Sohn möchte ich auch noch Fisch schenken. Oh, wo? Ach, da ist er. Oh, ich liebe so ein Zeug. Mal hallo, Yume. Wer wusstest du, dass ich sowas mag? Naja, du bist der Sohn eines Fischers. Sammeln wir den fliegenden Fisch hier wieder ein.
Hier, da kommt unser handsome Ludus. Ludus, halt, wie geht's? Die Sonne ist schon seit einiger Zeit untergegangen. Bleib nicht so lange draußen, ja? Es kann sogar hier gefährlich werden. Naja, gefährlich werden jetzt vielleicht nicht. Und außerdem geht die Sonne gerade erst unter. Also immer schön geschmeidig bleiben. Ich kann nicht anders, als ihm einen Zweig zu schenken. Hey. Oh, ein Zweig wie? Für mich? Wirklich? Ah, Mahalo, das mag ich wirklich gern. Ach, ich bin so nett. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen langsam mal ins Bett und die Folge ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten, ne? Wir könnten uns langsam auch beenden und mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir haben ja bald noch das Erntefest. Da kann ich jetzt noch nicht allzu gute Sachen beitragen, aber immerhin etwas. Schauen wir mal. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Your Let's Play Story of Seasons Trio of Towns. Bis zum nächsten Mal. Bye.